Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Survive. Nach kurzer Pause geht's schon wieder weiter. Ich habe mir einen neuen guten Vorsatz gefasst. Ich hoffe, der ist wirklich gut. Mein neuer Vorsatz ist nämlich, müssen wir nicht... Ah ja, da müssen wir rein. Wir suchen... Nein, wer denn? Dieser Arschbürgermeister McDonald. Aha! Irgendwann bezahlt er dafür. Was wollte ich sagen? Genau, und zwar beenden wir jetzt alles, was wir angefangen haben, bevor ich was Neues anfange. Jetzt laufen so viele Serien, so viele Reihen, so viele Spiele parallel. Theoretisch, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht, das ist unmöglich. Ich kann nicht immer was Neues anfangen. Jetzt machen wir fertig mit was wir angefangen haben. Und unter anderem haben wir mit Fallout 4 angefangen. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Was ist denn dein Job überhaupt? Warum stehst du denn hier überhaupt, wenn eh jeder rein kann? Yay! Tag, die Herren und Damen. Wie geht's? Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacCready? Er ist im Hinterzimmer. Nö, bin ich aber gar nicht. Ich glaube, ich bin auf der Suche nach dir, oder? Du hast Informationen über die verschwundene... Schwester, du singst doch gar nicht echt, du singst doch Playback. Du bewegst deinen Mund überhaupt nicht. Worst Playback ever. Did you come in just for the beer and cigarettes? Hey, wir haben Bier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Trinkgeld kannst du dir sparen. Ich zock dich so schon mit den Preisen ab. Cool, wenigstens ist er ehrlich. Plasma-Ammo-Kit. Aha. Ja, eigentlich, nö. Jetzt, wo du ein paar getrunken hast, hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche einen verdorbenen Jungen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. So was in der Art. Interesse. Das klingt genau nach mir. Klingt gut. Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken? Ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge. Ich bekomme schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Also 200 Kronkorken dafür, dass ich weiß nicht mal, wie viele Leute an drei Locations alle umbringen soll. Ich weiß ja nicht. Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Geht dich nichts an! Also, willst du jetzt den Job oder was? Drei Orte? Das frisst eine Menge Zeit. Und Kugeln. Jetzt hör mal zu. Ich feilsch hier nicht mit einem hergelaufenen Söldner rum. Der Kunde bietet 200 für den Job. Also bekommst du auch 200. Deine Mutter bekommt gleich 200. Das ist völlig wahlloser Mord. Da bin ich raus. Du hältst dich wohl für was Besseres, wie? Bist du aber nicht. Aber dann hau halt ab. Okay. Bist du jetzt mal mit Sing fertig hier? Du singst ja eh nicht mal echt. Nur zahlende Gäste. Peace, Bruder. Werden hier die Lampe umgeworfen. Wer war denn das von euch? Und dann nicht mal mehr wieder hinstellen. Du weißt es, oder? Stell die wieder hin! Unverschämtheit. Einfach Lampen umschmeißen. Hey Schwester, wie geht's? Und nicht wieder hinstellen. Ups. Ach, im Moment läuft es nicht so gut. Er ist gut. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Entschuldigung, Miss. Ja. Was ist los, du hübscher Bursche? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Ne, es war ein bisschen lang. Ich wollte nur mit dir reden. Ich dachte, das machen wir schon. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Es sind deine Hände. Sie bewegen sich, selbst wenn du keinen Gedanken an sie verschwendest, oder?
Niemand zieht schneller als du, was? Also, was führt ein Mann wie dich in meine Ecke der Stadt? Oh, ich bin hier aufgewacht. Nur ich, meine Unterwäsche und etwas Reue. Das klingt nach dem Anfang eines tollen Lieds. Ich glaube, wir beide werden uns gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Kennst du Imogene Cabot? Imogene? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Ich muss mit ihr reden. Warum suchst du nach ihr, Schätzchen? Ich versuche nur, ihr zu helfen. Weißt du denn, wo sie ist oder nicht? Es ist einfach unhöflich, mit jedem fremden Gesicht zu tratschen, das im Club auftaucht. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Hey, Magnolia. Du wieder. Ist wohl mein Glückstag. Was gibt es? Magnolia, ich muss wissen, wo die Imogene Cabot ist. Kennst du Imogene Cabot? Das hängt davon ab, warum du nach ihr suchst. Ja, weil sich die Familie Sorgen macht. Ihre Familie macht sich Sorgen, dass hier etwas zugestoßen ist. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Wo ist sie? Weißt du, wohin sie gegangen ist? Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogene fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend, intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Helm, kannst du bitte mal kurz kommen? Helm? Helm? Helm, bitte aufstehen? Helm? Bist du Helm? Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Imogene. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogene immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Und dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogene geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Mir auch nicht. Bam, bam, bam. Haben wir jetzt ein neues Missionsziel? Wissen wir jetzt schon, wo sie ist? Aha, da haben wir sie, ganz in der Nähe. Gut, dann weiter. Übrigens, ja? Ich rede nicht mit dir. Halt die Klappe. Übrigens, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol. Übrigens, übrigens, Leute, gibt's mal Sachen, die ich noch reden wollte und fast schon wieder vergessen hatte vor lauter Fallout. Wollte ich gleich am Anfang sagen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt macht's keinen Spaß mehr. Nee, Quatsch. Passt auf. Folgendes. Die Random Drops. Die Random Drops kommen wieder. Die Random Drops haben mir wirklich am allermeisten Spaß gemacht. Und deswegen kommen die auch wieder. Kann ich hier nicht vielleicht auf irgendeiner Matratze außen schlafen? Muss ich echt ins Hotel? Muss das wirklich sein? Ja? Ah, es gibt hier wirklich keine Gratisbetten. Ich würde mir auch gerne einfach so eine Matratze hier so hinschmeißen ins Eck. Verdammt. Ah ja, Random Drops gibt's wieder. Die kommen wieder. Möglichst täglich, mal schauen. Und was heißt Random Drop? Random Drop, wenn ihr das nicht wisst. Random Drop. Random Drop. Im Grunde bedeutet es, dass ich irgendwas spiele. Das ist alles. Ich mach, auf was ich gerade Bock habe. Kann was Uraltes sein, ein Klassiker, Nostalgie und so, Retro. Kann was ganz Neues sein, neues Spiel, 2, 3, 4, 5 Folgen, je nachdem, wie es uns bockt. Und dann kommt wieder was Neues. Einfach, was gerade so ansteht, auf was ich Bock habe. Ein paar meiner Lieblingsspiele vielleicht. Hab da schon sehr viele Folgen dazu gemacht und werd auch wieder Folgen dazu machen. Ab jetzt. Ich speichere hier nur schnell, damit hier nichts kaputt geht. Wir sind mal wieder lethargisch, weil wir zu viel geschlafen haben wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall,
Ja, genau. Random Drops. Ich glaube 14 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Und falls ihr mal keine Random Drops seht oder euch denkt, Moment mal, warum veröffentlicht der so wenig Videos zur Zeit? Ich kann nicht mehr reden. Warum veröffentlicht der so wenig Videos zur Zeit? Da ist doch was faul. Dann habt ihr wahrscheinlich Landsquid Bird Rider Nintendo noch nicht entdeckt. Ein neuer Nebenkanal, den ich betreibe, auf den ich euch gerne hinweisen will. Schaut unbedingt vorbei, wenn ihr da noch nicht seid. Ist cool. Ist es wert. Landsquid Bird Rider Nintendo. Link findet ihr auch auf der Kanalbeschreibung von Landsquid Bird Rider, denn da läuft momentan die Zelda Breath of the Wild Reihe. Ein Spiel, das ich sehr, sehr, sehr liebe. Aber falls ihr da kein Interesse dran habt, schaut eben trotzdem mal vorbei, abonniert den Kanal, denn auch dort werden Random Drops, also erscheinen. Von Nintendo-Spielen. So die ganzen Klassiker. Ich habe mir jetzt den NES Classic Mini gekauft. Das heißt, viel von dem Stuff wird es jetzt demnächst geben. Das heißt, ab und zu werden die Folgen hier auf dem Kanal veröffentlicht. Ab und zu auf Landsquid Bird Rider Nintendo. Am besten abonniert beide, dann kriegt ihr alles mit. Das wird schön. Ich freue mich schon drauf. Yeah. Außerdem Fallout. Crawl out. Through the Fallout, Baby, ist wieder da, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Der Mai, der Fallout Mai. Also Fallout Let's Survive werden wir zu Ende spielen, werden wir durchspielen. Das ist jetzt das nächste große Projekt, das bei mir auf dem Plan steht. Täglich eine Folge und vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, gibt es ja auch Classic Fallout auf den Random Drop Slots. So, ich habe jetzt... Ich bin jetzt echt gespannt, ob das Spiel hier abstürzt. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist es noch nicht abgestürzt. Aber hier kämpfen irgendwo Roboter gegen irgendwas anderes. Ich verstecke mich mal ein bisschen und gehe in die Richtung da. Ich will gar nicht wissen, wer oder was oder wie oder wo da kämpft. Und übrigens die Random Drops, weil... Habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich will alles zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Ab und zu werden die Random Drops... Nein, nicht abstürzen. Auch ganz einfach, ganz reguläre Folgen von irgendwas sein. Also einfach mal ein paar Witcher-Folgen beispielsweise. Bleistiftsweise. Ich habe hier immer Angst, dass das Spiel abstürzt. Das ist einfach zu oft passiert. Ich habe es schon in den Genen. Es ist schon so ganz tief in mir drin. Die Angst davor, dass hier gleich alles abstürzt. Tief in mir verankert. Ich sehe schon den Bluescreen vor Augen jedes Mal, wenn ich hier durch die Stadt gehe. Ich glaube, hier gehen wir nie wieder rein. Nie wieder rein. Naja, jetzt suchen wir mal Abbotchy Cabot. Cabbotchy Abbott. Und reden mal mit diesem Sektenführer. Mit Sektenführer habe ich es ja. Mit Sektenführer, die habe ich gefressen. Wenn, also... Da könnte ich... Ne, da habe ich kein Verständnis. Oh, oh. Nee, hier ist gar keiner. Genug spielen. Zeit für Sterben. Jetzt schießt er einfach auf uns. Dog Meat, du wieder, oder? Na toll. Guck ihn dir an. Jetzt haben wir ihn wütend gemacht. Und jetzt haben wir ihn tot gemacht. Aber er hatte noch einen Freund. Ein guter Freund. Das ist das Beste, was es gibt auf das Kopfschuss. Aha. Da guckst du, ne? Supermutanten-Heini. Oh, oh, ich bin immer noch im Gefahrenmodus. Das heißt, das war's noch nicht. Ich verstehe nicht, was du sagen, aber ich werde dich kaputt schießen mit meinem Gewehr. Ich warte nur, bis Gefahr weg ist. Ich dich finden, dich umbringen. Nicht, wenn ich dich zuerst finden und dich umbringen. Ich dich da draußen riechen können. Haben Kampf gewollt.
Ich muss mich nur vorsichtig bewegen. Vielleicht explodiert dann nicht alles. Ich meine, mit alles explodiert. Nicht die Minen, die hier überall liegen, weil inzwischen kann ich da schon drüber schleichen, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Diese Minen. Nein, ich meine damit, dass alles explodiert im Sinne von, Absturz. Absturz. Ich habe das so in meinem Kopf. Absturz. Ich denke die ganze Zeit nur Absturz. Ich versuche über andere Sachen zu reden, aber in Wirklichkeit denke ich immer nur, gleich stürzt es ab. Jetzt, hier, zack, Absturz. Aber bis jetzt ist es nicht abgestürzt. Oh, aufhören zu ruckeln. Mach doch sowas nicht, Spiel. Mach mich nicht fertig. Und wir gehen jetzt. Da lang. Denn hier sind sie. Die netten Damen und Herren der Sekte. Hallöchen. Bruder Thomas. Ich glaube, dich habe ich gesucht. Oh, Dogmeat. Was ist denn los, Dogmeat? Ja, was denn? Was hast du denn da? Willst du was über unsere Bewegung erfahren? Ich möchte was über Emoji Cabot erfahren. Ich suche nach einer Frau namens Emogene Cabot. Kennst du sie? Oh, Emogene. Ja, sprich lieber mit Bruder Thomas darüber. Hey. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Für sowas habe ich keine Zeit. Du solltest dir Zeit für etwas so Wichtiges nehmen, Nächster. Etwas, das dein Leben und vielleicht das ganze Commonwealth ändern könnte. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich suche nach Emogene Cabot. Tut mir leid, aber Emogene ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Was macht sie hier? Ist sie ein Mitglied deiner Bewegung? Sie und ich haben... ein romantisches Verhältnis. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, bis sie sich beruhigt hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen, wie Frauen halt so sind. Ich werde sie sehen, so oder so. Deine Entscheidung. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Wenn du dich... Oh, ich stehe in der Mitte von Gegnern. Ich dachte nicht, dass das gleich einen Krieg auslöst. Ich wollte ihm doch nur ein bisschen Angst machen, dem Bruder Thomas. Nein! Oh mein Gott, irgendwer hat ein Maschinengewehr und mich fast getötet. Leute, ich weiß nicht, ob wir da wieder lebend rauskommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme jetzt mal die Waffe, weil da können wir wenigstens dann ein bisschen ordentlich Schaden austeilen. Ach du Scheiße. Also, trinken wir mal ganz viel aufbereitetes Wasser. Buff out. Medax! Ich nehme mal einen Super Stimpack. Moment! Warum bin ich jetzt auf einmal wieder aus dem Menü rausgeflogen? Ich wollte eigentlich noch Chat nehmen, aber habe ich etwa kein Chat mehr? Doch, ich habe Chat. Na Gott sei Dank. Nein, ich schieße da daneben. So, Achtung. Ich nehme noch einen Chat und eine neue Waffe, weil ich habe mit der voll daneben geschossen. Ich war doof. Ich dachte, ehrlich gesagt, ich habe eine andere Waffe in der Hand. Kriegen wir hin. So. Ja. Ah, wieder
Mein Gott, Missionar, ihr seid ja mal verrückt, ihr Missionare. Was haltet ihr denn aus? Oh Gott, au, 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 au. Oh. Nein, Dogmeat, nein, sie haben Dogmeat erwischt. Na warte, wer sich mit meinem Hund anlegt, der ist so gut wie tot. Legt euch nicht mit meinem Hund an, oder ihr seid tot. Legt euch nicht mit meinem Hund an, oder ihr seid tot. Legt euch nicht mit meinem Hund an, oder ihr seid tot. Ich spreng euch gleich in die Luft. Bum, bum. Wer kann sich denn so schnell bewegen? Vielleicht bin ich ein Geist. Oh Gott! Ein typischer Bird Rider. Okay, jetzt aber. Bam! Nehmt das! Fresst Plasma! Okay, zwei. Zwei habe ich erwischt mit der Granate. Das ist gut. Mit der ersten hätte ich mich zwar fast selber erwischt. Nein, nein, ich kämpfe nicht auf Entfernung mit dem Ding hier. Hier, das sieht, glaube ich, schon wesentlich besser aus. Yeah. Bam, bam. Und du bist noch nicht ganz tot, aber fast. Na, daneben. Ich glaube, ich lege gleich Eier. Und zwar böse Explosionseier. So, wo ist jetzt mein Hundefleisch? Oh, da hinten ist er. Komm her, Hundefleisch. Was haben die denn mit dir gemacht? Die Bösen, die Ollen wieder. Na komm, jetzt ist Rachezeit. Komm zurück, verdammt. Komm du doch zurück, verdammt. Warum muss ich immer zurückkommen? Ihr bleibt immer, wo ihr seid und sagt zu mir, jetzt kommen wir, Und dann denke ich mir immer, fuck ja. Warum treffe ich denn nicht? Was ist denn von wegen 94% und zweimal daneben schießen? Das ist ja schlimmer wie in Civilization 4 hier. Typisch, da läuft sie weg und sagt, du hast gewonnen. Und dann auf einmal wieder die Pistole auspacken und auf meinen Hund schießen. Gut gemacht, Dogmeat. Ich glaube, wir haben sie. Das heißt, jetzt ist Loot-Zeit. Loot-Zeit ist die schönste Zeit des Tages. Denn wer lootet, der hat den Kampf gewonnen. Ach, da steht zwar extrem viel, aber es ist doch nur so ein Pipe-Rifle. Ich mag keine Pipe-Rifle. Nee, guckt euch den Schaden an. Du bist lächerlich. So, du hast gar nichts. Du hast Longjohns und ein Messer. Schlüssel, Bottlecap, Munition, Melone. War das eine Melone zum Essen oder der Hut? Nee, da ist der Fedora. Okay, dann war es wirklich eine Melone zum Essen. Ich frage mich, wo er die aufbewahrt hat. Tja, anscheinend sind die mit den Longjohns und den Nahkampfwaffen irgendwie so Anwärter oder so. Hey, deine Fashion Glasses hätte ich gerne. Oh, niedlich, die zwei. Nicht wahr? Ich bin leicht hungrig, aber nur leicht. So, Sexisten-Sekten-Arschloch, das hast du jetzt davon. Vielleicht solltest du deine Freundin nicht irgendwo einsperren, sondern mit mehr Respekt behandeln, auf Augenhöhe. Dafür wirst du jetzt verbrannt. Auf das den Rauch in den Äther der Vergangenheit einkehrt, wo er hingehört. Nicht mehr in unsere Gegenwart oder in die Zukunft hier. Ach komm schon, es sind alle tot, die in diesen Matratzen mal gehört haben. Das sind jetzt... Ah, nee. Das sind jetzt quasi meine Matratzen. Was soll denn das? Es hat bestimmt keiner mehr was dagegen. Soll ich rausgehen und fragen? Okay. Hat irgendwer was dagegen, wenn ich eure Betten benutze? Der möge jetzt sprechen oder auf ewig schweigen. Nö. Na also, Spiel, guck. Die erlauben mir hier zu schlafen. Ich habe gefragt. Spiel, du bist echt so ein Arschloch. Du bist echt so ein Arschspiel. Lass mich doch hier schlafen. Aber wirklich, lass mich doch hier schlafen. Die sollen es doch so machen, dass man in fremden Betten schlafen kann. Man wird gewarnt. Willst du das wirklich tun? Der Besitzer könnte wütend werden. Und dann sage ich, ja, ich möchte das wirklich tun. Und wenn dann auf einmal jemand kommt, nachts, dann sticht er mich ab und ich bin tot. Aber wenigstens war es meine Entscheidung. Aber nö, die sagen, nö, du kannst hier nicht schlafen. Das Bett gehört schon wem. Finde ich doof. Finde ich doof, doof, doof. Und der Fernseher geht auch nicht. Mensch,
So, jetzt holen wir mal die Eingesperrte aus ihrer Kammer. Ich bin gespannt, was sie davon hält, dass ich ihren Lover und alle anderen umgebracht habe. Ich hoffe, sie ist noch wütend genug, dass sie sagt, gut so, was für ein Arschloch. Guten Tag. Oh, Gott sei Dank. Eine Stunde schlafen. Cool, oder? Da geht die Tür auf, irgendein fremder Kerl kommt rein, lässt sich ins Bett fallen und schläft. Sofort weg und schnarcht. So, wo waren wir? Du bist sicher Imogen. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester. Das Nesthäkchen. Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Ich will das Serum bitte auch. Ich habe nur Spaß gemacht. Du siehst fabelhaft aus. Okay, danke. Aber ich weiß, dass du nur höflich bist. Du bist anders als die Söldner, die Jack sonst schickt. Ich brauche nur etwas Serum und dann weißt du, warum ich 3 Jahre in Folge zur Miss Boston gewählt wurde. Was passiert, wenn du kein Serum bekommst? Oh, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich war schon viel länger ohne Behandlung und das hatte bisher keine bleibende Wirkung. Ja, wie auch immer. Wir sollten aufbrechen. Es war nicht meine Idee, dass du deine Nase in meine Angelegenheiten steckst. Willst du jetzt von hier verschwinden oder nicht? Nun, ja. Ich habe darauf gewartet, dass Thomas wieder zur Vernunft kommt. Aber da du die ganzen Mühen auf dich genommen hast, kann ich auch gleich mitkommen. Thomas langweilt mich sowieso. Zuerst war er echt interessant, aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Wie so ein Rohling benommen. Ja. Das kenne ich auch noch, diese verfluchten Rohlinge, die dann wieder verbrannt sind, dann kann man die wieder wegschmeißen, dann weiß man immer nicht, ist da jetzt schon was draufgebrannt oder nicht. Dann muss man die immer so gegen das Licht halten, damit man diese Linie sieht und dann weiß man nicht, habe ich die jetzt offen gebrannt, dass ich noch mehr drauf brennen kann und dann vergisst man wieder die zu beschriften und dann weiß man nicht mehr, was drauf ist. Dann sitzt man wieder den ganzen Nachmittag da und testet diese ganze Spindel voller CD- oder DVD-Rohlinge, um zu sehen, was drauf ist. Es ist scheiße mit diesen Rohling. Das kann ich verstehen, dass du keinen Bock mehr auf den hast, wenn er sich so benimmt. Nie weiß man, was auf ihm drauf ist. Ständig muss man ihn durchtesten. Zum Kotzen. Brauchst du noch was, bevor wir gehen? Nein, ich hatte nichts Wertvolles dabei. Keine Sorge, ich finde den Weg nach Hause. Ich bin noch nicht bereit, meine Mutter zu sehen. Und danke. Ich bin sehr froh, dass du nach mir gesucht hast. Auch wenn ich eigentlich nicht gerettet werden musste. Ist schon okay. Ach übrigens, ich habe alle getötet. Denk dir nichts, wenn du rausgehst. Die ganzen Leichenteile und so. Das ist Teil des Berufs. Okay, ich schlafe noch eine Stunde, damit nochmal gespeichert ist. Speichern ist das halbe Leben. So, wie geht's denn unserem Charakter? Wahrscheinlich bist du super hungrig, super durstig, super blutig, super scheiße drauf. Okay, du bist lethargisch, leicht hungrig und dehydriert. Ich glaube, da können wir was dagegen machen. Komm mal her, du. Komm mal her, Junge. Ich hätte zum Heilen gerade nicht so viel aufbereitetes Wasser trinken sollen. Das war echt doof von mir. Aber ich hatte Panik. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Du fühlst dich besser, bist aber immer noch leicht dehydriert. Du fühlst dich besser, bist aber immer noch durstig. Fuck you. Dann essen wir noch eine Melone. Und ein Steak. So, wenigstens sind wir jetzt gut genährt. Und nun? Was machen wir denn nun? Missionar, sag uns doch mal, was wir tun sollen. Ihr Missionare wollt doch immer allen sagen, was sie tun sollen. Und was sie glauben sollen. Jetzt sag mir doch mal, was ich jetzt tun soll und was ich glauben soll. Hm? Sag doch mal. Hilf mir doch mal. Mach doch einmal in deinem Leben was wirklich Nützliches. Und sag mir, was wir jetzt als Nächstes tun. Hä? Wo bist du denn hin? Aha, wieder auf der faulen Haut liegen. Typisch.
Wer hat denn hier sein Außenlager errichtet? Ein Skelett. Ein Skelett mit einer Matratze, die ich aber nicht benutzen kann. Ganz schön klar dieses Wasser dafür, dass es so... Na gut, aber andererseits, ich weiß nicht, wie das mit stark verstrahltem radioaktivem Wasser ist. Dogmeat, du hast Spaß? Gerade rede ich noch von stark verstrahltem Wasser. Andy hat nur gehört, warte mal, stark verstrahlt. Yay, Platsch. Ich wollte gerade sagen, dass das so klar aussieht und man sieht so tief runter und ich dachte mir so, hä, warum? Aber wenn ich so drüber nachdenke, könnte schon sein, dass sehr stark verstrahltes Wasser sehr klar aussieht, weil einfach alles aufgelöst, zersetzt und getötet wird, was da drin so rumschwimmen würde an Kleinteilchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt gemütlich der halben Stunde Marke entgegengespielt haben und dass es an der Zeit ist, mich von euch für heute zu verabschieden. Aber weint nicht, verzweifelt nicht, denn Fallout 4 geht weiter. Der Überlebensmodus, der Überlebenskampf geht weiter, bis wir letztendlich zum Ziel gekommen sind. Fallout 4 Überlebensmodus durchgespielt. Und zwar spiele ich es übrigens mit den Minutemen durch. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens haben das bestimmt die wenigsten von euch gemacht. Manche sagen jetzt vielleicht sogar, Moment mal, hä? Mit den Minutemen durchspielen? Und ich sage, ja, mit den Minutemen durchspielen. Denn das geht. Das ist die heimliche vierte Fraktion, von der niemand etwas weiß, so ungefähr. Und außerdem ist es das einzige Ende, das auch ich noch nicht gesehen habe und auch noch nicht selber gespielt habe, logischerweise. Und insofern machen wir das. Minuteman, yeah. Minuteman, Minuteman. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut unbedingt bei Landsquid Birdrider Nintendo vorbei, wenn ihr wirklich die gesamte Bandbreite des großen Landsquid, der großen Landsquid Birdrider Franchise im Auge behalten wollt. Ich freue mich über euch. Und das Spiel stürzt gleich ab. Ein schöner Moment, um zu beenden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh, es hat sich nochmal gefangen. Puh, da gehen wir nicht mehr hin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.